Das ist die erste Talkshow der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Bei mir der einzige Nationalrat aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden, der Andrea Garoni. Er gilt als der Shootingstar von der FDP, der Hoffnungsträger von dieser ein bisschen gebeutelten Partei. Sie, danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Garoni. Wer sind Sie? Wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja, der glücklichste. Ich glaube es. Nach Marktumfragen, oder was? Nein, Sie jetzt gerade Vater geworden sind? Nach meinem persönlichen Gefühl. Das eine ist, wie gesagt, ich darf seit 2 Jahren Ausserrhoden vertreten in der Schweiz. Und zum Zweiten bin ich seit 8 Tagen Vater von einem herzigen Baby. Und alles zusammen, muss ich sagen, kann man sich nicht mehr wünschen. Herzliche Gratulation. Danke. Aber vom Typ her sind Sie, glaube ich, so ein Streber oder ein Nerd, würde man sagen, in Amerika, oder? Sie haben ja eigentlich gefloppt an der Matur. Sie haben 5,97 gehabt. Irgendwie einfach sind Sie total abgeschifft. Haben Sie nur 5,5 gehabt, oder? Genau, und zwar in der Geschichte. Und wenn ich meine Geschichtslehrerin Traut Leugstor vielleicht zuschaut, einmal gesehen, dann schmunzeln wir immer darüber. Und sie ist eigentlich stolz darauf, dass sie die Einzige ist, die mir an der Matur auf den Deckel geht. Ja, genau. Aber das heisst, sie haben von Anfang an haben sie gesagt, ich bin nicht nur brillant, sondern ich mache alles, damit ich es der Welt auch zeigen kann. Nein, ich hatte einfach Spass daran, an diesen Fächern. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Wenn man etwas gerne macht, dann kommt es auch gut. Und dann hatte ich noch Glück, Fächer wie Werken oder Basteln, die haben nicht zählt. Okay. Aber Sie haben dann ein Jus-Studium gemacht, einen Doktor. Dann sind Sie nach Harvard gegangen. Das ist die berühmteste amerikanische oder weltweite Universität, immer Nummer 1. Dort haben Sie einen Master gemacht in Public Administration. Das ist bemerkenswert für einen Schweizer, oder? Es hat noch ein paar mehr Schweizer dort, aber es hat nicht wahnsinnig viele denen, das stimmt. Mhm. Aber auf der ganzen Welt hat es natürlich einen Haufen Schweizer im Ausland studiert. Jetzt vielleicht weniger mit Erasmus im Absturz. Aber. Genau, genau. Aber was war denn Ihr Berufsziel, als Sie das gemacht haben? Weil Public Administration, muss man sagen, man lehrt dort regieren, oder? Sie haben das an dieser Universität wollen lehren, nicht nur einfach erfahren. Es ist etwas anders als ich bin. Jurist von Haus aus, das ist extrem breit. Ich hatte nie ein klares Berufsziel. Ja. Und auch das Nachdiplomstudium war für mich einfach eine Verbreiterung in Volkswirtschaft. Sie sind ja, glaube ich, auch Volkswirt. Und in Politikwissenschaft. Ich wollte einfach so ein theoretisches Handwerk haben. Aber regieren wollen, das für einen Liberalen ist das sich schon eine schwierige Vorstellung. Wir sind eher zurückgehalten politisch. Ja, gleich, aber wenn man jetzt schaut, was Sie gemacht haben, was ist eigentlich Ihr politisches Vorbild? Wer ist das gewesen? Ich würde sagen, der Politiker, der mir am meisten Beeindruck besetzt, ist schon der Hans-Rudi Merz. Genau. Das ist vielleicht der, den ich am besten kennengelernt habe. Genau. Sie sind sein Berater geworden, sein Redenschreiber, sein engster Mitarbeiter, junger Jahr. Vielleicht wegen ihrer Brillanz, vielleicht auch möglicherweise, weil sie aus dem gleichen Kanton kommen. Und haben gesagt, dort bin ich zum grossen Netzwerk geworden. Also sie haben alles vorbereitet, dort schon für die spätere Karriere. Das war ideal für Sie. Ist nachher natürlich schön aufgegangen. Ich hätte wahrscheinlich für das Amt jetzt nicht kandidiert in meinen jungen Jahren, hätte ich nicht den Bern-Einblick gehabt. Aber geplant war von dem her nichts. Das ist ein Sonntagmorgen, hat mich das Telefon überrascht von Hans-Rudi Merz aus heiterstem Himmel. Ich war eigentlich fast schon auf dem Weg zum Flughafen in die USA. Aha. Aber es war eine Chance, die ich dann genommen habe. Genau. Und jetzt könnte man vielleicht in dieser Sendung viel erfahren über Hans-Rudi Merz und was er gemacht hat. Vor allem seine grossen Flops, mit denen wir ja immer noch leben müssen, die uns immer noch irgendwie beeinflussen tun. Ihre Parteikollegin Christine Eggersäge hat mal gesagt, Merz ist Weltmeister darin, von Fettnapf zu hüpfen. Sie sind sein Berater, Sie sind Redenschreiber, das gilt offenbar auch für Sie, oder? Ja, Frau Eggersäge ist bekannt dafür, dass sie gerne mal einen Spruch über einen Parteikollegen macht. Mhm. Aber Hans-Rudi Merz hat natürlich Grossartiges gemacht, wo man nicht so würdigt, weil es nicht so sexy ist. Zum Beispiel, also die Steuern sind ab, die Staatsfinanzen im Lot und schauen Sie mal um in Europa. Ich meine, das ist etwas, was man gut ausweisen kann. Das war die Konjunktur geschuldet, die dort überall gut war in diesem Jahr. Aber schauen wir doch zurück, 2009. Wir müssen gar nicht so weit zurückgehen in die Libyen-Krise. Dann ist plötzlich da der Bundespräsident, ohne dass irgendjemand gewusst hat, ist er nach Libyen weggeflogen, hat wollte den Muammar al-Gaddafi treffen, hat es aber nicht geschafft, hat dann den Ministerpräsidenten getroffen, hat einen ganz obskuren Staatsvertrag zurückgebracht, aber nicht leider Geisel, und hat Folgendes gesagt. Wenn das nicht klappt und die beiden in Libyen bleiben müssen, dann habe ich das Gesicht verloren. Okay, ist das ein Text, den Sie ihm vorgegeben haben? Nein, den habe ich ihm nicht vorgegeben. Mhm. Ich habe übrigens seine berühmteste Rede, falls Sie das noch fragen, die Bündnerfleischrede auch nicht geschrieben. Das glaube ich, sonst, das ist gar keine gewesen. Aber sonst war das keine gewesen. Aber, jetzt, da, also das ist natürlich ein verheerender Satz in dem Moment, dass er auch gewusst hat. Ich war daheim, bin nicht mit. Ich habe noch gefragt, ob ich mit kann. Ja. Vielleicht wäre es dann anders gekommen, kann ich jetzt behaupten. Aber was hat er im Nachhinein gesagt, dass er so einen Satz sagt, wo er also sich selber irgendwie so offside stellt? Das ist natürlich vom Erwartungsmanagement kreuzfalsch. Wenn er heimgekommen wäre und gesagt hätte, ich habe alles gegeben, ich habe alles probiert, wir sind ein Rechtsstaat, wir wissen nicht, was ihnen rauskommt, weil Libyen ist keiner.
dann hätte die genau gleiche Handlung natürlich, wäre ganz anders ausgesehen. Aber mit so einem Satz schon mal Erwartungen. Sie sind der Berater gewesen. Also in dem Sinn muss er doch das nicht sagen. Und er hat ja dann das Gesicht verloren gehabt. Aber die Frage ist, braucht eigentlich ein Bundesrat überhaupt das Gesicht? Ob ein Bundesrat das Gesicht ja, braucht? Also, weil er hat es ja verloren gehabt. Ist gleich Bundesrat geblieben? Nein, er hat es natürlich behalten. Das ist so redewendig. Aber Sie überschätzen ein bisschen meine Rolle in dem Ganzen. Wieso? Ja, Sie sagen persönlicher Berater. Aber haben Sie gesehen, wer neben ihm gesessen ist? Das war meine Kollegin vom EDA, die war im Büro neben mir. Sie können sich distanzieren. Sind... Nein, ich identifiziere mich mit dem Ganzen. Aber ich habe da in diesem Dossier nicht mitgeschafft. Aber ich weiss noch, wo er gegangen ist, habe ich ihm angeboten mitzukommen. Ja. Als er verhaftet würde, hat er einen Jass-Kollegen in der Zelle. Und er hat gesagt, er könne auch mit anderen vom EDA den Jassen. Und da bin ich nicht dabei gewesen. Einfach die Sprüche haben wir gemacht, gar nicht grosse Politik. Gehen wir auf ein zweites Beispiel. Ein bisschen Humor muss man ja, das haben wir, glaube ich, immer gehabt. Ja, obwohl alles immer schiefgelaufen ist. Schauen wir doch das zweite an. Dort sind Sie dabei gewesen. An diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition. Also das ist mit Drohfinger gegenüber dem Ausland, oder? Das ist jetzt ja nicht aus, was soll ich sagen, aus einer spontanen Situation heraus passiert. Das ist seine Politik und seine Meinung. Ja, auch Ihre Meinung? Meine Hoffnung auf jeden Fall in dem Moment. Und ist ja klar, wenn man global verhandelt, wirft man uns ja immer vor, man gibt zu früh an. Und etwas Wichtiges wie Privatsphäre, das Bankgeheimnis, ja. Das gibt man so weit auf, wie man muss. Und darum ist klar, finde ich, dass das ein Marketing-Statement. Mhm. Und man kann dann nachher in einer Verhandlung nachgeben. Aber man muss ja nicht am Anfang schon alles aufgeben. Nein, aber ihr werdet euch die Zähne ausbeißen. Und es ist ja genau umgekehrt gekommen. Es ist ja implodiert. Und da frage ich mich, wie hat er denn darauf reagiert? Wie haben Sie darauf reagiert, als Sie gemerkt haben, dass das irgendwie leere Worte sind? Es war eine Ansage von einer Wertüberzeugung. Man hätte die Privatsphäre aber nicht können halten. Ja, sie können natürlich in einer internationalen Lawine, wenn alle Staaten auf sie losstürmen und langfristig kann niemand dem standhalten. Auch der Winkelried hätte das nicht mehr können, aber er wäre trotzdem angestanden. Ja, aber gleich. Aber man macht sich damit doch lächerlich und zeigt, es ist einfach nur hohle Worte, die da geäußert werden. Nein, es ist natürlich am Schluss dann auch eine programmatische Aussage zum Bankgeheimnis im Inland, wo wir heute wollen, zumindest für unsere Staatsbürger aufrechterhalten. Aber das ist nicht zu dem gewesen. Nein, das Bankgeheimnis ist da gewesen, gegenüber außen. Ihr werdet die Zähne ausbeißen. Das muss man nicht irgendwie gegenüber der Schweiz so drohen. Ja, muss man schon, wenn man die heutige Finanzministerin anschaut. Die möchte es natürlich im Inland aufheben. Also ja, die Position muss man haben. Aber es ist gegen das Ausland gerichtet gewesen. Ja, das ist die Aussage schon gewesen. Und der Druck ist einfach zu gross geworden. Nein, ich nehme es nur wunder, wie man dann in so einem Departement umgeht, wenn alles schief geht. Wie zum Beispiel auch das. Für den Bund sind die kurzfristigen Steuerausfälle verkraftbar. Diese bewegen sich im zweistelligen Millionenbereich und werden durch die Wachstumseffekte der Reform langfristig übertroffen. Das ist die Aussage gegenüber dem Schweizer Volk vor der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform 2. Es sind dann nicht zweistellige Millionenbeträge, sondern 300 bis 600 Millionen, also Faktor 10, Faktor 20 mehr. Jetzt frage ich mich, hat man es nicht gewusst oder hat man bewusst gelogen? Und was wäre denn noch schlimmer? Also ich kann es mir jetzt einfach machen und sagen, das war ein paar Monate vor meinem Amtsantrag. Aber ich mache es mir nicht so einfach. Ich sage, das ist eine grossartige Reform. Oder? Das war direkt nach Ihrem Amtsantrag. Die Abstimmung ist am 18. Februar 2018, am 1. März. Aber dort, ja. Also ich bin nachher gekommen. Aber so, mit will ich mir gar nicht ausschwätzen. Ich finde es eine gute Reform. Sie haben ja schon vorher mitgearbeitet. Nein, ich bin nur mal in der Fraktion. Aber ich finde es inhaltlich eine gute Reform, weil sie verhindert, dass Leute zweimal für das Gleiche Steuern zahlen müssen, namentlich für KMU eine wichtige Reform. Aber etwas, was man vielleicht falsch gemacht hat damals, ist, man hat nicht gesagt, dass man nicht genau weiss, wie es geht. Wir wissen ja bis heute nicht, ob es Ausfälle wird geben, ob es Gewinn wird geben. Ja. Man muss ja die langfristige Perspektive anschauen. Nein, weiss man einfach nicht. Ja, langfristig, in the long run, we are all dead, hat mal einer gesagt. Langfristig sind wir alle tot. Tatsächlich sind jetzt Ausfälle in Hunderten von Millionen jedes Jahr. Und jetzt frage ich mich eben, das ist Ihr politisches Vorbild, das so auf diese Art und Weise mit der Schweizer Bevölkerung umgegangen ist. Er hat, wie so gesagt, eine hervorragende Unternehmenssteuerreform 2 aufgeleistet. Aber ein Fehler ist sicher, dass man im Abstimmungsbüchlein nicht klar gesagt hat, wir können kurzfristig nicht beziffern, was er sagt. Das kann bei den Steuern nie jemand, weil man nicht weiss, wie die Unternehmen reagieren. Ja, aber langfristig ist das etwas Sinnvolles. Aber so daneben liegen. So, man kann ja ein bisschen daneben liegen. Aber so daneben liegen. Ich frage mich, ist man dann in sich gegangen? Ich will sie ja nicht irgendwie jetzt in die Ecke drehen. Ich will einfach mehr erfahren. Wo man dann gemerkt hat, es ist völlig falsch, was man da erzählt hat, hat man dann da gesagt, hoppla, hallo, wie gehen wir jetzt mit dem um? Ich glaube, die Frage ist, ist es eine gute Reform oder eine schlechte Reform? Es ist inhaltlich eine 100% gerechtfertigte Reform. Von dem her habe ich mir dann Nein, es ist eine Katastrophenreform. Die muss jetzt ja wieder reformiert werden, weil man eben mit diesen Steuerausfällen nicht gerechnet hat. Nein, jetzt machen wir eine dritte Unternehmenssteuerreform. Wir haben ein Problem mit der EU, hat mit der natürlich gar nichts zu tun. Genau, aber das hat nicht funktioniert. Aber am Schluss, dann, wo dann der Herr Merz abtreten ist, hat man gefragt, wie das eigentlich war, seine ganze Amtszeit. Und er hat Folgendes gesagt.
Ja, ich glaube, das meiste würde ich wieder so machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber wenn ich mir das überlegt habe, jeweils im Nachhinein, bin ich zum Schluss gekommen, dass die Varianten und die Alternativen zum Handeln sind nicht so gewesen, dass man freie Bahn hatte. Und das würden Sie auch so unterschreiben? Also ich weiss eben nicht, was die Frage war, die wir ihm gestellt haben. Ja, einfach wie er seine Amtszeit beurteilt. Und wir haben jetzt nur drei Sachen rausgenommen. Und es sind also gravierend, es sind auch noch Sachen, die UBS etc. Es sind noch verschiedene andere Geschichten. Also die UBS hat sich ja selber in Schlamassel geritten. Ja, klar. Und ist dann vom EFD mit 1,2 Milliarden Gewinn für den Bund rausgehauen worden. Ja, das ist kein Argument, weil es kommt darauf an, wie sie im Moment dort aussehen. Ja. Im Moment hat der Bund müssen das Risiko hätten sie sie das Grund gehen lassen? Nein, aber ich weiss nicht. Aber eher, es ist einfach dort auch nicht so. Ich wollte nur fragen, würden Sie die Beurteilung auch nehmen? Und sagen, okay, das ist immer noch mein Vorbild. Und wenn ich mal in die Regierung komme, dann würde ich wahrscheinlich ähnlich gutschieren. In vielen Dossiers ja. Was ich aber gemeint habe mit Vorbild, ist vielleicht weniger, ob das Dossier genau perfekt gelaufen ist oder jenes. Und ja. Viele sind sehr gut gelaufen. Die haben sie jetzt einfach nicht gezeigt. Für mich ist es mehr seine menschliche Grundhaltung zur Politik. Oder er war im höchsten Staatsamt als Bundespräsident. Ja. Aber er hat immer perfekt zwischen Mensch und Rolle trennt. Er ist ein bescheidener Mensch geblieben und ich finde, das entspricht extrem an meinem Staatsverständnis. Oder ein Politiker ist nicht ein spezieller Mensch, ist ein normaler Mensch in einer speziellen Rolle. Und das hat er gelebt, mit appenzellischem Humor und Bodenständigkeit. Das hat mich beeindruckt. Ja, aber das reicht doch nicht. Oder? Sie haben mal gesagt, es ist fast übermenschlich, was ein Bundesrat muss leisten. Ja, also sich selber würde sich so etwas zutrauen, aber er hat einfach den Humor behalten, aber die Aufgabe nicht gut gelöst. Ich komme gerne noch mal darauf zurück. Also die Frage ist, warum Sie nicht eingeladen haben, wenn Sie nur über ihn reden. Er redet ja über das nicht richtig. Er hat sich ja verweigert im Nachhinein. Und darum frage ich seinen engsten Berater. Und der auf seiner Karriere seine eigene aufbaut. Sie haben ja dann eben, aufgrund von dem, haben sie angefangen zu kandidieren als Nationalrat. Und haben gesagt, ich muss genauso volksnäher sein und den Humor behalten. Und es ist ja lustig bei uns im Appenzell. Und haben dann sogar mal gesagt, mein Ziel war es, jedem im Kanton einmal die Hand gegeben zu haben. Ja. 53'000 Leute im Kanton, das sind 106'000 Hände. Wie viele haben Sie geschüttelt? Also ich muss ja nicht beide schütteln, oder? Das lange eine. Gut, wie viele haben Sie? Faktor 1. Ich habe es nicht zählt, aber es sind sehr viele gewesen. Es ist ein bisschen metaphorisch gemeint, also quasi jedes Dorf zu gehen, in die Beiz zu gehen und verfügbar sein für die Leute. Ja, aber und das ist nicht ein bisschen oberflächlich? Überhaupt nicht. Ja. Es ist weil das macht ja ein Politiker automatisch. Das haben Sie in Amerika kennengelernt. Babyküsse etc. ist dort eine der Grundeffekte. Ja, bislang habe ich nur mein eigenes Baby geküsst. Das dafür umso herzlicher. Aber ich finde, es kann gar nicht falsch sein, als Politiker näher bei den Leuten sein und anlangbar sein. Ja. Manche Leute lesen einem sein Parteiprogramm und wählen einem nach dem. Aber manche wollen einfach jemanden, der ihnen liegt. Correct. Für das müssen sie nicht mehr kennen. Genau, sie sind ein netter Mensch. Sie haben als Sie haben Maroni verteilt. Was haben Sie da alles gemacht? Sie haben glaube, ziemlich viel Geld investiert in Ihren Wahlkampf. Wir haben vor allem ziemlich viele Ideen investiert. Ja. Und ich glaube, unsere irgendwie lustigste war, also Maroni mit Garoni war ein Spruch. Was anderes haben wir gemacht, ist Jasskarten verteilt. Ja. Wenn Sie Jasskarten verteilen, dann hat nachher in einer Runde ist nachher 36 Mal Ihr Konterfei, das gespielt wird. Plus ist es recht gut. Okay, wie viel dürfen wir ausgeben in solchen Wahlen, ohne dass man sagt, man die Leute bestechen? Sie können die Leute gar nicht bestechen. Ja, also jawohl, wenn sie beschenken. In Sachen Geschenk gibt es ja verschiedene Regelungen heute in verschiedenen Bereichen. Ja, Sie können als Beamter natürlich bestochen werden. Sie können mich bestechen, aber ich kann Sie nicht bestechen. Sie können mich nicht bestechen. Nein. Gut, Sie haben ja sehr viele liberale Positionen. Innerhalb der Partei sind Sie ein kleines liberales Feigenblatt, kann man fast sagen. In Sachen Cannabis-Freigabe, oder? Haben Sie eine sehr klare Position gehabt. Adoption wie gleichgeschlechtlichen Paar auch. Und das muss man sagen. Und im Bereich Burka haben Sie folgende Position. Das Burka-Verbot ist ein Eingriff in die Religionsfreiheit. Das ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Und wenn es sich nur gegen den Islam richtet, ist es natürlich auch noch eine Diskriminierung. Also, ganz klare Aussage. Die wird aber im nächsten Satz gerade relativiert, wenn Sie nämlich Folgendes sagen. Ich würde sogar so weit gehen und zum Beispiel der Frau Illi, wenn sie arbeitslos ist, kein Arbeitslosgeld auszahlen, weil sie nicht vermittelbar ist. Also, was gilt jetzt? Freiheit und Verantwortung. Sie darf sich anlegen, wie sie will, aber sie kann dann nicht vom Staat erwarten, dass er sie durchfüttert, wenn sie aber kein Arbeitslosengeld, das hat man doch einfach Anrecht. Er muss vermittelbar sein, wenn man sich natürlich unvermittelbar stellt. Aber wer definiert das? Ja, das RAF muss schauen, ob sie eine Stelle findet. Und wenn jeder Arbeitgeber sagt, ich kann jede Bar nicht anstellen,
Oder ich kann sie im Büro nicht anstellen, aber empfangen. Sie kann sie zum Beispiel als Fernsehmoderator beim SRF nicht anstellen. Wahrscheinlich sie nicht. Vermittelbar. Aber da sehen Sie keinen Widerspruch in diesen beiden. Das ist wirklich Freiheit und Verantwortung. Freiwillig machen sie, was sie wollen, aber erwarten sie dann nicht von mir, Konsequenzen zu tragen. Okay. Also, Ihr Kanton ist ja eigentlich einer, der die tiefsten, fast die tiefsten Unternehmenssteuern weltweit hat. Hat mit dem ausländische Unternehmen angezogen. Auf diese Art und Weise hat man die reinbringen. In Ihrem Kanton hat man aber die Masseneinwanderungsinitiative klar angenommen. Und jetzt verstehe ich nicht, was genau wollen die Ausserrohr? Können Sie mir das mal erläutern? Ja, die Ausserrohr sind an sich ein urliberales Volk. Oder wir haben früher schon am Abfall von St. Gallen eins aufs Dach gegeben und unsere Freiheit gekämpft. Sind aber nicht isolationistisch, sondern sehr offen. Ich meine, ein paar der grössten Exportfamilien von diesem Land, der frühesten Industrialisierung, war in Ausserrohr. Zellweger zum Beispiel oder die Wetterfamilien. Aber wir haben natürlich auch eine ländliche Seite, die sagt, wir wollen uns selber bleiben. Und viele von denen ist jetzt durchgedruckt und hat zu diesen 54% Ja geführt. Aber 46% haben auch Nein gesagt. Aber trotzdem, jetzt noch mal, man hätte ja Ausländer reinholen oder ausländische Firmen. Die haben hier und da sogar Angestellte, nicht nur Briefkästen. Und jetzt plötzlich sagt man, jetzt will man sie nicht oder viel weniger. Ja, ist natürlich, also ich muss sagen, ich finde auch, aus Ausserrohr Sicht ist an sich das knappe Ja ein Widerspruch. Weil wir haben ja Abwanderung. Ja. Ausserrohr ist der Kanton in diesem Land, der leider am wenigsten wächst. Und darum sieht nichts Schöneres für uns als ein paar zusätzliche Leute. Und jetzt, ja, und was ich ist habe denn ja los? Nicht so gestimmt. Ist ja klar. Nicht so gestimmt. Nein, ich frage Sie ja nur, ob Sie mir das erklären können, was da für Reflexe spielen. Gut, es sind dann sicher ein Haufen Gefühle. Die Leute haben wahrgenommen, wie viele Ausländer kommen, aber nicht zu uns, sondern halt die unmittelbare Nähe, vielleicht nach Zürich, nach St. Gallen, wo Ausserrohr auch anpendelt. Vielleicht generell ein Gefühl von Kontrollverlust. Und vielleicht auch mal ein Zeichen setzen, einen Mut entwickeln, wo man nachher muss sagen, ups, jetzt sind wir ein bisschen weit gegangen. In der Initiative heisst Schweiz, da sollen ja bevorzugt werden gegenüber anderen innerhalb jetzt von dieser neuen Regelung, die suchen. Was sind eigentlich Schweizer? Wie definiert man das? Das Naheliegendste wäre Staatsbürger zu sagen. Oder die Initianten sagen, man kann es auch ausdehnen auf die Ausländer, die schon da sind. Das wäre an sich auch kein Widerspruch zum Verfassungstext. Er sagt einfach, Schweizer muss man bevorzugen, die anderen könnte man auch. Ja, also in der Logik der Initiative. In Appenzell, wie versteht man den Begriff Schweizer? Also, spielen Sie auf Männer und Frauen, oder? Nein, das ist mal ein Streit in Innerrhoden, ob die Schweizer auch Frauen sind. Ich meine nur, eben, weil, so wie ich gelesen habe, das Gefühl hatte, in der Initiative statt Schweizer und Ausländer. Und jetzt plötzlich, wo man merkt, die Initiative hat vielleicht so viele Auswirkungen, dass man das plötzlich, das war der Christoph Blocher, plötzlich sagt, die schon da sind, die Ausländer, sind jetzt auch Schweizer. Obwohl man genau in dieser Partei am meisten immer Unterschied hat zwischen Schweizer und Ausländern. Ja, das müssen Sie eigentlich nicht einfragen. So. Ich schreibe auch nicht so Text. Ja, aber eben, ich meine, mit dem muss sich jetzt Politik auseinandersetzen. Selbstverständlich. Und Sie müssen in Bern sich mit dem auseinandersetzen. Ja. Was meinen Sie? Wohin läuft die Diskussion? Ja, wir müssen es umsetzen, das ist klar. Und wir müssen es auch getreu umsetzen. Also so gut der Text ist oder nicht, ist so genau, wie man ihn umsetzt. Ich bin für keinen Bauerntrick zu haben, für keinen Umgegen. Aber wäre es das ein Bauerntrick, wo man sagt, die da sind, sind jetzt einfach auch Schweizer, die fallen nicht unter Kontingent? Ja, nein, die sind ja einen Weg schon da. Ja. Die fallen sowieso nicht unter Kontingent, weil man will ja die Zuwanderung, das Zulassungen. Reglementieren. Also das, ich verstand die Initiative auch so, dass sie die Leute, die da fixes Bleiberecht jetzt schon haben, an sich nicht betroffen sind. Aber bei uns zum Beispiel die Anwaltskanzlei, da arbeitet eine Grenzgängerin. Die ist dann natürlich dann betroffen, die kommt ja immer wieder. Und das mit den Grenzgängern hat man irgendwie vergessen man im Vorfeld. Es sind 280'000 Grenzgänger. Aber wie ist denn das möglich, jetzt Ihre Partei, die ja ganz klare Haltung hat, dass sie die wichtigsten Argumente einfach vergessen haben? Also wir haben sehr wichtige Argumente natürlich gesagt. Nämlich, es wird einen riesen Buff mit der EU führen. Und es wird für unsere Wirtschaft einen bürokratischen Unsicherheitsapparat schaffen. Und beides ist jetzt da, mit dem müssen wir jetzt leben. Aber können wir da irgendwie eigentlich da durch? Oder wenn Sie jetzt sehen, wie sich das abspielt, dass wir die Bilateralen können behalten und gleichzeitig die Initiativen umsetzen? Ich finde das Bild von der Quadratur vom Kreis recht treffend. Es geht, was heisst das? Ja, es geht nicht? Es geht an sich nicht, ausser einem von beiden Seiten entscheidet nochmal neu. Wenn entweder das Schweizer Volk in 10 Jahren das Gesamtpaket anschaut und sagt, ja, dann passen wir die Verfassung nochmal an. Oder die EU sagt, wir machen irgendein institutionelles Gesamtpaket und geben ein bisschen mehr Spielraum. Aber so wie die Positionen heute sind, geht es in letzter Konsequenz eigentlich nicht auf. Ja gut, aber woher führt das? Dann muss man eins von beiden verletzen und dann bin ich halt verfassungstreu und dann müssen wir auf irgendeinen Ritzen wahrscheinlich die Bilateralen. Ist einfach so. Und wie wird die Schweiz mit dem können leben? Und der Kanton Appenzell Ausserrohr? Ja, für uns ist es insofern hart, als wir eben ja gerne mehr Leute hätten. Müssen wir halt ein bisschen mehr auf Binnenwanderung setzen und ein paar Zürcher wie Sie aufwerben. Also, okay. Uns wäre sehr schön zu wohnen, wenn Sie das ist sicher etwas, das ganz einfach ist, anzubringen, wenn man aus Herisau kommt, dass man Zürcher nach Herisau bringt. Ich habe eine Zürcherin nach Herisau gebracht. Ja, Sie wären jetzt der Zweite, den ich mir raufhole. Gut, ich bin ja Herisau nur an die Fasnacht gegangen, als wir in St. Gallen der Hochschule gingen. Die wären gerade eine Woche, wenn Sie möchten. Genau, weil Sie dort immer die Zau abgelassen haben.
Dort haben Sie zusammen Platz? Nein, generell. Ah, generell. Also herzlich willkommen, gut getroffen, das Wochenende bei uns. Wann ist realistisch, mit Ihnen zu rechnen als Bundesrat? Wie viele Jahre? Vielleicht die gar keinen. Oder ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Die Konstellation muss stimmen. Aber Sie haben ja schon den ersten Schritt gemacht. Sie wollten ja Nationalratspräsident werden nach 2 Jahren. Jetzt lachen Sie. Ja. Da hat man gesagt, das ist ja frech. Jetzt ist er kaum da. Also, ich habe selber gesagt, es ist ein bisschen frech. Eben. Und hat gerade wollen höchster Schweizer werden. Oder? Einfach, ich bin nicht nur brillant, sondern ich bin auch noch ehrgeizig oder überehrgeizig. Dann Christa Markwalder ist es geworden, weil man es gefunden hat. Die Hackordnung muss man auch noch berücksichtigen. Sogar wenn man Caroni heisst. Und 5,97 in der Matur gemacht hat. Also hat natürlich zwei Gründe gehabt, dass ich kandidiert habe. Der eine ist, ich habe wirklich Lust gehabt auf das Amt und Maxi Christa, wo eine gute Freundin ist von mir, auch sehr gönnen. Aber der zweite Grund ist noch, ich bin mal nachschauen, ist denn schon mal ein Ausserroder in diesem Amt gewesen? Und wissen Sie, wann ist das der Fall gewesen? Ja. Genau vor 100 Jahren ist das erste und einzige Mal ein Ausserroder in diesem Amt gewesen. Es gibt eben auch so wenig. Auch nur ein Nationalrat. Also umso mehr müssen Sie die über 30. Also Chance. Umso mehr muss doch der mal probieren, wenn er irgendwo in der Nähe ist. Aber vielleicht hätten Sie noch ein bisschen warten. Es gibt eben nicht so viele Fenster, oder? Weil es sind wieder 4 andere Parteien dran, dann ist die Weltschweiz dran. Sie sind natürlich wahnsinnig ungeduldig. Genau. Ja, Sie wollen einfach auf die Bühne, auf die Showbühne. Welche Showbühne leiden Ihnen am meisten eigentlich? Sie wollen ein Musicstar werden. Ja, dort haben Sie gewusst, dass ich keine Chance habe. Wieso? Wieso sind Sie dann gegangen? Sie können doch nicht noch jemand anderen, wo Sie keine Chance haben. Doch, und zwar, weil das war die Zeit von meiner Abschlussprüfung an der Uni. Ja. Da haben mein WG-Kollege und ich gesagt, jetzt gehen wir an eine Prüfung, wo alle anderen Angstschweiß haben. Das war etwa Daumen an. Und uns ist es egal. Und dann sind wir relativ unvorbereitet. Bin ich Azzurro singen. Ich habe weder Töne getroffen oder Text. My Way. My Way, das ist schlimmer. Das ist peinlich. Ja, das ist noch schlimmer. Haben Sie ein Video? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber My Way ist sackschwierig. My Way, das singen die Leute, oder haben sie immer an der Beerdigung von Frank Sinatra. Und Sie singen das. Ja, wissen Sie, wie es wirklich war? Die haben mir gesagt, jetzt singen Sie mal einen fetzigen Song. Ja. Dann habe ich Azzurro gesungen. Ich fand es fetzig. Und dann haben sie gesagt, und jetzt, Caroni, singen Sie bitte noch den fetzigen Song. Ja, aber gut. Dann habe ich noch My Way. Aber ich habe etwas anderes, was Sie gesungen haben. Immerhin, Sie haben es geschafft, ins Lokalfernsehen. Wenn nicht, ins Schweizer Fernsehen. Da hört man Sie. Also, Ihre ich habe ein Zündhölzchen angezündet, doch sie war nicht nachhaltig. Es hat viel Ruß gegeben, CO2 und ein Teppichbrand dabei. Energie muss, das ist klar, effizient und erneuerbar sein. Darum setze ich mich für eine neue Energiepolitik ein. Genau. Also dann hätte es vielleicht geschafft. Ja, kaum. Nein, ja. Sie haben ja die Bundeshausband kreiert, das ist ja toll, und haben gesagt, dass Sie gerne Lagerfeuer-Atmosphäre ins Bundeshaus bringen. Also ein bisschen Pfadilager-Atmosphäre ins Bundeshaus. Ist das richtig? Brauchen wir das in Bern? Ja, das brauchen wir. Pfadilager? Nein, man braucht einfach einen menschlichen Boden, auf dem man miteinander arbeiten kann. Und wir sind, glaube ich, das einzige Parlament in diesem Land, wo die Leute parteiübergreifend miteinander auf der Bühne stehen und sagen, der andere ist nicht der Teufel. Ja. Ich beweise es auch, indem ich mit dem einen singe. Oder? Es gibt ja gut. Es gibt Menschen, den Fußballclub und etc. Das ist ja gut. Aber wenn Lager, Feuer, Atmosphäre, dann ist das heisst, ein bisschen schunkeln, ein bisschen Bier trinken etc. Ja, Leute, wo man so ein Grundvertrauen hat als Mensch, mit denen kann man nachher auch besser sachpolitisch arbeiten. Ja. Ich streite nicht Menschen, zwischenmenschlich, nicht mit den anderen. Gut. Sachlich schon, aber zwischenmenschlich kann ich es gerne gut. Gut. Zum Thema Bundesrat haben Sie sich tatsächlich sogar schon mal geäußert. Ja. Ich finde auch, Ausserrote sollte. Ich finde, wenn BDP, die kleine Partei, schon Anspruch hat, permanent vertreten sind, dann sollte Ausserrote auch endlich wieder mal einen Bundesrat haben. Ja, ja, das ist ein ganzes Jahr richtig. Ohne das Bundesrat. Genau, das ist zwar scherzhaft gemeint, aber natürlich angesprochen, Sie trauen sich das natürlich zu. Nein, Sie vergessen den Hans Altherr. Als Ständeratspräsident Hans Altherr, der ist natürlich gemeint. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass er letztes Mal antreten wäre. Ja gut, also, aber natürlich denken Sie, also ich, und da kommt mir ein bisschen in den Sinn, so ein anderer Ostschweizer, brillant. Seine Brillanz hat er immer zeigen gehabt. Der Kurt Vogler ist Bundesrat geworden, hat nicht überall nur positive Reaktionen ausgelöst. Überlegen Sie sich nicht auch, dass Sie sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen müssen, also, weil Sie müssen ja gewählt werden von Ihren Kollegen, die nicht so brillant sind. Also ich darf jetzt mal etwas ganz klar sagen, Sie unterstellen mir da Bundesratsambitionen, die ich glaube so gar nicht habe. Noch nicht jetzt, Sie sind ja 33. Aber ich darf noch einen Grund dazu angeben. Ja. Nämlich, ich bin einer der wenigen Parlamentarier, die vielleicht einen erhöhten Respekt vor dem Amt hat, einfach weil er es mal von euch gesehen hat. Ja. Sie haben ja vorher selber den Hans Rudi Merz in die Pfanne gehauen. Ich habe das live erlebt, wie das ist. Also einfach in der Nähe, oder? Und ich habe darum einen brutalen Respekt vor den Leuten, die das machen. Aber selber trauen Sie sich natürlich viel mehr zu. Nicht unbedingt, nein. Gut. Also, Sie haben also eine Tochter, haben Sie gesagt, nochmal herzliche Gratulation. Danke. Sie sind aber nicht geheiratet. Wie kommt das an Ihnen aus, oder?
wunderbar. Ja. In Rode wäre es glaube schwierig. Ja. Hinter darf man nicht heiraten, muss man heiraten sein, darf man nicht gescheiden sein. Ausser Rode, wir sind der urliberalste Kanton in dem ganzen Land. Da wäre es fast schon verdächtig, wenn ich verheiratet wäre. Genau, also das machen Sie auch als politisches Statement, das hilft Ihnen noch. Überhaupt nicht. Nein, was meint Ihre Frau oder Ihre Lebenspartner dazu? Wollen Sie dann vielleicht nicht heiraten sein, vor allem wenn jetzt eine Familie da ist? Also wir haben zusammen einfach eins, wir nämlich ein Kind. Und an dem haben wir unglaublich den Plausch. Und ich glaube, dieser Tochter Fiona ist das ein bisschen einerlei. Der Zivilstand ist einerlei. Der ist es wahrscheinlich einerlei. Ich werde sie dann mal fragen bei Gelegenheit. Aber ihr ist wichtig, dass wir gut zusammen funktionieren. Ja. Und ich glaube, sie hat uns Eltern also extrem gern haben. Und ob wir jetzt das mit einem Trauschein haben oder mit einem Konkubinatsvertrag, das ist doch einerlei. Meinen Sie wirklich? Ja. Wenn Sie etwas in Ihrem noch jungen Leben anders machen, was wäre das? Jetzt müsste ich wahrscheinlich etwas sagen, aber ich habe, wie gesagt, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich wüsste nicht gross, genau. Das sind Sie am Anfang der Sendung, das sind Sie jetzt am Schluss der Sendung noch. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Garoni. Morgen Abend dann im Club «Radikal im Alter» wird dort diskutiert mit Teilnehmern, die das repräsentieren sollen. Da geht es jetzt wieder bei der Tagesschau. Die Sendung gibt es wieder nächste Woche. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht und eine ganz gute Woche.